come and get it. Hallo Leute, hier ist mal wieder euer Peter Mupfel mit einem neuen Special Report von GTA Online. Heute habe ich hier für die Version, für die PC-Version von GTA Online bzw. GTA 5 Online was ganz Besonderes. Und zwar zeige ich euch kein Video, kein Money Glitch, sondern ich sage euch oder erzähle euch, wo ihr mehrere Glitche sehen könnt. Und ihr könnt euch die Glitche aussuchen. Das sind Solo-Glitche, sind normale Money-Glitche, wie auch immer. Und zwar fangen wir mal vorne an. Ich habe ja keine PC-Version, aber ich habe von einem geschrieben bekommen, hallo Peter, wie sieht's dann aus? Geht das auch auf dem PC? Und dann habe ich mir ein paar Videos von anderen YouTuber angeguckt und sehe, dass die alte, mit Anführungszeichen, alte Videos benutzen und sagen, haha, die gehen nur auf dem PC oder auf der PC-Version. Und das sind die Glitche der letzten Tage und Wochen, sage ich jetzt mal, von der Version 1.24. Die scheinen alle zu funktionieren auf der PC-Version bis zum Punkt, den aktuellen Punkt, den wir jetzt haben, 1.26 bei der Next Gen. So, das heißt, alle Glitche, die gemacht wurden oder die gezeigt wurden in Videos mit der Versionsnummer 1.24, müssten eigentlich auch auf der PC-Version gehen. Das habe ich meinem Abonnent geschrieben und dieser hat dann, habe ihn auch gefragt oder gesagt, sag mal so nett und schreibt mir mal zurück, ob das geklappt hat und was hat er getan. Er hat natürlich zurückgeschrieben und sie funktionieren, wie ich mir das gedacht habe. Rockstar Games hat anscheinend 1:1 das Spiel konvertiert, was sie schon vorher gemacht haben. Die Spiele sind alle mehr oder weniger im Code identisch und werden nur für die Plattform konvertiert. Das heißt, alle Glitche, die bei uns kaputt sind, gepatcht wurden, müssten auf der PC-Version mit der, wie gesagt, Versionsnummer 1.24 funktionieren. Allein auf meinem Kanal existieren 8 Videos, wobei das nicht ganz stimmt, sind nur 7, weil einen habe ich ja noch hochgeladen, der dann einfacher war. Ne? Also den habe ich doppelt hochgeladen, wenn man so will. Also 7 Money Glitche, darunter glaube ich 2 Solo Glitche, 1 oder 2 freundlich Auto schenken Glitche sind dabei, die könnt ihr euch angucken und ausprobieren. Ich gehe davon aus, dass zumindest 70-80% davon funktionieren, wenn nicht sogar alle, bis ein Update kommt bei den PCs, logischerweise. Und wie gesagt, im Moment gehe ich davon aus, dass die gehen und der PC-User war total happy und hat mir auch geschrieben, jawohl, die Glitche funktionieren, ich lege 1 oder 2 Direktlinks hier unten in die Videobeschreibung rein und für alle anderen, die diese Direktlinks nicht wollen, sondern alle Videos sich ansehen wollen, am einfachsten ist es, ihr geht auf bei YouTube, Peter Mupfel Special Report, meistens reicht, wenn man Peter Mupfel eingibt, auf meinen Kanal und da guckt er in der Videos, meine Videoliste an und das seht ihr auch. Da ist auch noch der Polizei-Glitch und der, also Polizei-Uniform-Glitch sowie auch das Müllmann-Outfit-Glitch dabei. Also ich hoffe, ihr habt viel Erfolg und viel Spaß. Bis zum nächsten Video. Euer Peter. Tschüss.